Man kann als Schauspieler auch versuchen, also sich mal ganz, aber irgendwo bleibst du ja doch, aber dass ich mich mal ganz entsemmel. Bei der Rolle habe ich gesagt, da darf nichts Semmelrockisches. Entsemmeln, das ist ja auch ein schönes Wort. Ja, Schugge ist die Rolle in Bang Boom Bang, ne, die du angesprochen hast. Ne? Genau, zu dem kommen wir aber noch. Kommen wir gleich noch, ja, genau. Ich wollte erstmal auf den ganz großen Filmklassiker Das Boot kommen. Den hast du nämlich Anfang der 80er gedreht, war natürlich eine Riesengeschichte. Ja. Und es sind ja viele damals junge Schauspieler dabei gewesen. Klaus Wendemann und Jan Vetter und was weiß ich alles. Ja. Heinz Hönig. Ja. Aber auch deine Rolle ist ja doch sehr im Gedächtnis geblieben, allein schon durch diese kultigen Sprüche. Und du bist ja immer derjenige, der Herbert Grönemeyer immer Angst macht und ihn immer verarscht. Allein das sind ja schon die wenigen auch lustigen Szenen in dem Film. Das ist ja der Kiefer, der Wasserdruck. Und genau. Ja, genau. Sag's nochmal mit dem Wasserdruck. Kiefer, aber der Wasserdruck, irgendwann wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht. Sehr gut. Ja, ja, nein, das sind so Klassiker. Das ist dieser Film, es war ja auch eine schwere Geburt, so einen Film ins Leben zu rufen. Ich habe jetzt gerade wieder Wolfgang Petersen nochmal getroffen bei 100 Jahre Bavaria. Hat er ja auch eine Halle, die Wolfgang Petersen Halle bekommen. Ach was. Zu Ehren. Das war die Halle 9, wo wir Das Boot damals gedreht haben. Der Film, da wurde viel Geld im Vorfeld schon ausgegeben und es stand schon auf Messerschneide, ob der überhaupt gedreht werden soll. Und dem Buchheim, der war auch nicht ganz einfach, dem passte dann. Die Amis waren ja da sehr groß schon im Gespräch. Mhm. Und dann hat der Günter Rohrbach, der damals der Bavaria-Chef war, gesagt, wenn einer den Film jetzt noch machen kann, wenn man den in Deutschland macht, also mit Deutsch, in deutscher Hand behalten wollen, dann kann es nur der Wolfgang Petersen machen. Mhm. Und das war halt ein Glücksgriff, dass der Wolfgang den Film dann gemacht hat. Und ich sollte ja auch da gar nicht mitspielen. Das sollten ja auch wieder wie Unbekannte dabei sein. Den Grönemeyer kannte man noch nicht, den Hönig kannte man, den Ochsenknecht. Den Prochnow kannteste mal aus einer von uns beiden. Also das war ein Film mit Klaus Schwarzkopf. Und die Konsequenz hat man damals mit dem Mann. Aber der Prochnow hat halt mit dem Petersen gearbeitet und der war im Grunde eigentlich fast schon zu alt für den Alten. Weil das waren ja alles ganz Junge. Das mussten ja alle die junge Abenteurer-Jungs sein. Und das waren ja eigentlich, die wurden ja geopfert. Diese U-Boote, diese im Krieg, die wurden mit Abenteuer gelockt und waren eigentlich, konnten sich eigentlich ihr Todesurteil da aussuchen. Ja, auf jeden Fall, der Film hat auch in Deutschland ja gar nicht so fahrtgleich aufgenommen. Da kam die erste Version raus und war die Kritiken auch gespalten. Der wurde erst näher so zum Kultfilm. Ja, ja, der war. Ja, es gab ja erstmal den Kinofilm. Da gab es den Kinofilm. Die Fernsehlangfassung kam dann. Gab es dann auch. Ich weiß, dass wir die Serie damals noch mit der Familie zusammen geguckt haben, das weiß ich noch. Auf jeden Fall, den Kinofilm gab es und. Die Kritik war nicht so, die waren also gespalten, war jetzt nicht so toll gleich am Anfang. Und damit dann im Gepäck nach Amerika, weil der musste ja Geld einspielen, der Film. Der hat 30 Millionen gekostet. Das war ein Haufen Geld. Haufen damals. Geld für deutsche Verhältnisse halt. Ne? Klar. Ja, klar. Und aber ja, auf jeden Fall, wollen wir es kurz sagen, und dann sind wir da also in Amerika. Und da wurden wir gar nicht so begeistert. Deutsche einen Kriegsfilm machen? Aha. Mhm. Deutsche und wissen ja, alles in jüdischer Hand, Hollywood zum Teil. Mhm. Damals noch mehr als heute auf jeden Fall. Und dann kamen gleich 45.000 U-Boot-Fahrer, davon kehrten 35.000 nicht zurück, da gab es erst nochmal einen hämischen, also gab es Applaus. Mhm. Und dann hat der Film 2,5 Stunden lief der und dann war erstmal auch Totenstille und dann auf einmal sind die Leute aufgestanden und dann gab es Standing Ovations. Mhm. Also hat der Film
2,5 Stunden die Meinung um 360 Grad gedreht. Ja? Und dann ging der Film los. Irgendwann ist natürlich Schluss. Ist klar. Hält der Druckkörper nicht mehr. Dann wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht. Ja, die Dreharbeiten haben ja ungefähr ein Jahr gedauert, ne? Es war ganz schön lang. Ja, die waren ein Jahr fast, ja. Wie hast du das in Erinnerung? Ja, ich hatte ja den Ralf als mein Kumpel. Mhm. Und wir haben uns, ja, wir waren ja alle, ja, wir mussten halt immer standby. Wir wussten genau, wenn die Aufnahme ist. Die Technik war noch nicht so toll. Es gab... Wir wollten ja zum Teil noch Actionaufnahmen im Atlantik machen. Da ist ja das Boot auch noch gerissen, die Attrappe. Bei Sturmszenen. Wow. Und das, dann kam Gott sei Dank von der Bavaria ein Arbeiter, hat von der Rückpro die Aufpro entwickelt gehabt. Also die Vorstufe zu Bluescreen. Mhm. Und dann konnten wir das Gott sei Dank, nachdem die unterbrochen waren, die Dreharbeiten, weil das Boot, die Attrappe gerissen ist. Ein Teil der Mannschaft schwamm dann weg irgendwo Richtung Gibraltar. Und wir winkten also, wir waren auf der Barkasse. Ich war auf dem Teil, der nicht gebrochen, also auf dem größeren Teil, weil ich war ja der 2WO in der Mitte, auf der, wie sagt man da, wie heißt das gar nicht, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Wo es halt ins Boot runtergeht, da, wie heißt denn die Kommandobrücke? Ach, die Kommandobrücke, würde man sagen. Die Brücke, ja, genau. Die Brücke, ja, alles klar. Ja, und dann ging der Film eben dann Gott sei Dank weiter, aber wir mussten, das war schon auch Geduld, man musste dann echt präsent, man wusste, man kann den Film, die Aufnahme einmal am Tag machen, vielleicht zweimal, man musste warten, das war halt noch auf Film, CinemaScope, und das war auch elektronisch, gab es das ja auch noch nicht so. War es dann auch wirklich so eng, wie es im Film dann immer so rüberkommt? Dann, es ist ja alles sehr eng dann und so mit den Durchgängen da und so. Das stelle ich mir auch sehr anstrengend. Man kann das ja bis heute auch besichtigen. Anstrengend. Ja, stimmt, man kann es besichtigen. Aber das ist ja tatsächlich so eng gewesen, ja. Ja, ja, das war total. Das war schon Schweinearbeit. Ja, kein Ding. Ja, aber es war halt, wir hatten einen super Cast und wir hatten einen super Regisseur, wir hatten eine super Crew. Mhm. Ja. Wir waren einfach zusammengeschweißt, ja, und deswegen, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und denn auch diese berühmte Schlussszene mit diesem Angriff, wie hast du das in Erinnerung? Die konnte, glaube ich, nur einmal gedreht werden, aus Kostengründen. Ne? Das musste also gleich sitzen, weil das gar nicht schon teuer war. Mit den Fliegern dann. Ja, genau. Die Großaufnahme konnte man dann noch mal ein bisschen, konnte man noch ja, zweimal okay, gut, aber der Angriff selber. Der ging bloß einmal, ja, das war immer... ist oft so, klar. Auch, wir haben jetzt auch in Magdeburg ein Rennen gedreht, beim echten Rennen, totes Rennen für den Polizeiruf. Mhm. Das ist halt der Thrill dann. Das ist ja, du weißt genau, jetzt musst du den Ball ins Tor schießen. Und das, also mir macht das dann schon noch Spaß. Also, natürlich. Aber man muss natürlich da auch wirklich ausgeschlafen sein. Und ja, so ist das halt beim Film. Ja, das ist ein toller Film geworden. Also immer wenn er auch wieder im Fernsehen läuft, so bleibe ich da immer dran hängen. Der ist von der Atmosphäre einfach auch toll und der ist spannend und Klaus Doldingers Musik nicht Klaus, vergessen. Klaus Doldingers großartiger Soundtrack. Den ganzen also, Schliff gibt, ne? Das macht den Film einfach aus. Macht also, das den ist Film ein aus, ja. Echtes Meisterwerk geworden. Ist wirklich Also wirklich. Ja, es gibt ja auch einen Director's Cut, klar. Ich meine, sowas ist halt auch Glück, klar. Dass man so einen Film... Der trägt dann immer weiter. Egal, was du dann machst, du hast halt schon mal das Boot gemacht. Ja, klar. Ich rede jetzt gar nicht so über das Boot. Es hat natürlich eine wahnsinnige Fangemeinschaft und ist ein großer Film. Aber mich interessiert eigentlich das nächste Projekt. Und an jedem Film muss man genauso präzise arbeiten. Ich meine, klar, es war natürlich jetzt... Klar. Aber würdest du denn sagen, dass das Boot auf jeden Fall für dich auch ein Karriereschub war? Immer noch, ich meine, wenn ich in Key West irgendwo bin. Ach so, okay. Und man also in den USA wirst du auch erkannt, auch durchaus, oder was?
Also von Deutschen sowieso, es sind ja auch viele Deutsche. Ja, von aber, ja, gut, aber wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Ami rede, ja, ja, ich meine, die Amis, Netflix gibt es ja. Nee, aber letztes Mal einen Kollegen, da kannte ich auch nicht. Man joggt so mal zusammen oder sagt, hi, and how are you doing und so. Mhm. Und dann irgendwann trifft man sich wieder mal und dann sage ich, what are you doing? Und dann sagt er, I'm an actor. Aha, what movie? Und dann sagt man, ja, das Boot, aha, das Boot, ja, ja, kennt ihr das. Kennt jeder. Und der Nächste kommt, I watched it again. Ja, 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 he was a mischievous watch officer. Ja, der Lustige, der Humorvolle, der das Schlitzohr. Ja, ja, genau. Ich meine, klar, so ein Film. Aber ich meine, dafür kann ich mir jetzt auch nicht mehr viel kaufen, außer ein paar Themen, die man da kriegt für. Gell? Nee, klar, aber du siehst, wir Filmfreaks mussten. Nein, das ist für Filmfreaks. Nein, das ist geil. Für jeden, glaube ich, von uns, ja, der das Boot gemacht hat. Mhm. Das ist einfach Zeitgeschichte und ist auch toll, wenn man mal den Doldinger trifft oder die Maria, die Frau vom Wolfgang. Man weiß ja auch nicht, wenn man sich wieder trifft und so. Richtig. Mhm. Das war's für den Moment hier, aber es gibt noch viele weitere Clips, die ihr euch anschauen könnt zu unseren Kinosendungen, hier zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen gucken wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann geht auf Massengeschmack.tv. Hier ist der Link dazu. Einfach mal 14 Tage kostenlos testen. Bis gleich.